So, probieren wir die Sache gleich nochmal. Ich habe es schon ein paar Mal probiert. Bei der ersten Testaufnahme hier mein Love-Mic irgendwie abgebrochen, hat nicht mehr gehalten, habe ich wieder hingebogen, passt. Zweite Mal gar nicht wirklich aufgenommen, deswegen jetzt mein Telelight auch an sich. Beim dritten Mal war ich nicht ganz so zufrieden mit dem Autofokus, also ich hoffe mal, der funktioniert. Ich stelle die Kamera jetzt mal um. Wir gehen nachher nochmal kurz ums Zimmer rum. Aber ich möchte euch nochmal willkommen heißen zum wahrscheinlich miesesten Vlog der CES 2019. Allerdings immerhin. Und deswegen auch einen riesen mega fetten Dank an Dell, die eben das Ganze gesponsert haben mit dem Flug und dem Hotel. Und wenn ich das so grob überschlage, wäre das ein halbes Jahr YouTube-Einnahmen meinerseits. Also danke Dell, denn sonst wäre das mit Sicherheit nicht möglich gewesen. Was ich in diesem Video plan, ist eine Zusammenfassung des Tages 0. Bisschen spät bin ich schon dran, da es eigentlich schon Tag 1 ist. Offiziell ist es, glaube ich, jetzt knapp 7 Uhr morgens, sollte es in etwa sein. Ich gucke einfach mal nach, weil, ja, fast genau 7 Uhr. Wach bin ich seit 4, schlafen gegangen um Mitternacht. Aber, also, ich kann noch nicht wirklich viel von der CES sagen. Ich habe noch nichts gesehen, denn deswegen wollte ich auch erstmal mit dem ganzen Anfang beginnen. Der fing eigentlich schon bei Tag minus 1 an, denn ihr wisst vielleicht schon aus ein paar anderen Videos aus der Vergangenheit, habe ich letztens erst gesagt, dass ich schon seit knapp 2 Wochen ja immer noch erkältet bin, krank und so weiter. Und ich konnte die letzten 2 Tage schon nicht gut schlafen, hatte ständig Kopfschmerzen. Mir sind dann auch die Kopfschmerztabletten ausgegangen, aber ich dachte mir, eine habe ich noch, die reicht. Habe auch den Tag davor nicht wirklich geschlafen, bin dann morgens um ungefähr 10 Uhr los Richtung Flughafen, habe noch kurz mir eine neue SD-Karte gekauft beim Saturn. Tja, und dann ging es los. 14:30 Uhr Flug nach Amsterdam. Lief alles eigentlich sauber. Dann in Amsterdam hätte der Abflug sein sollen um 16:50 Uhr. Und der Pilot sagte noch: Jetzt geht's los. Macht er schon mal bereit. Also ich meine Ohrhörer rein, schon den Podcast gehört. Übrigens, der beste überhaupt, ist zwar englischsprachig, aber wenn er euch das vielleicht sagt, The Complete Guide to Everything. Super unterhaltsam und ich hatte auch genau genug noch Folgen, die ich noch nicht gehört habe für den Flug. Aber komischerweise stand der Flieger eben noch eine Stunde. Das war ein bisschen komisch. Ich habe irgendwie wahrscheinlich die Durchsage verpasst. Wieso genau? Auf jeden Fall waren es dann 11 Stunden Flug, ein bisschen länger, plus die Stunde Wartezeit. Und das waren so ziemlich die härtesten 12 Stunden für mich, weil ich eben 12 Stunden lang mit extremsten Kopfschmerzen im Flieger lag. Und ich war eigentlich, also ich möchte nicht wissen, was der Typ neben mir gedacht hat, aber ich war so eine halbe Leiche, so ein halber Zombie. Immer so im Standby-Modus. Das war schon schlimm. Dann bin ich angekommen hier um 9:30 Uhr, würde ich sagen, also Ortszeit abends. Hat mich dann noch mal knapp eine Stunde gekostet, bis ich dann hier war, weil es einfach die Schlange ewig lang war für die Taxis. Dann, bis ich eben hier alles ausgepackt habe, ein paar Sachen noch vorbereitet habe für den Tag heute, war es schon Mitternacht, dann bin ich schlafen gegangen. 4 Uhr aufgestanden. Dann das Bad genutzt, einen schönen heißen Bad, wollte mich ein bisschen erholen. Jetzt die Kopfschmerztabletten noch geholt beim Walgreens vor knapp einer halben Stunde. Ich hoffe mal, die werden helfen. War auch noch kurz bei White Castle was frühstücken, wobei um 6 Uhr morgens. Ein Burger, das ist vielleicht nicht ideal, aber egal. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal mit euch kurz um das Zimmer rum. Das will ich euch einfach unbedingt mal zeigen, weil es sehr, sehr schön ist. Und sehr, sehr teuer. Aber. Und dann besprechen wir vielleicht mal, was heute alles anliegt, was kommen könnte und so weiter. Also, ich hoffe mal, dass der Autofokus, den ich jetzt ein bisschen anders eingestellt habe, auch ein bisschen besser funktioniert. Hier kommen wir dann zum Badezimmer. Ihr seht schon, Dusche, Wanne, alles soweit sehr, sehr schön. Gefällt mir. Dann hier Schlafzimmerteil. Ja, ich habe ein Problem mit Kissen, die nicht meine sind. 20 Jahre ausgelutscht, aber das Bett ist sehr, sehr schön bequem und auch das Zimmer hier ist dann noch ein kleiner Extra-Raum mit dem Safe und so weiter. Hier ein Fernseher und sogar im Bad einer. Ich glaube, ich werde keinen einzigen nutzen. Ich habe, glaube ich, in 2 Monaten USA, in denen ich dort war, nein, ich glaube, kein einziges Mal den Fernseher eingeschaltet. Und hier dann die Sitzecke. Ich weiß nicht. Ob ich, also wenn, dann werde ich wohl irgendwo hier wahrscheinlich. Ich hoffe allerdings, ich finde noch irgendwo einen Ethernet-Anschluss. Denn das Internet, das WLAN ist hier sehr, sehr lahm. Und was ich zum Beispiel jetzt auch noch vorhabe, also ich habe ja hier die Fuji X-T3, auch mit dem Kit-Objektiv. Und es würde so fürs Vloggen eigentlich von der Distanz klappen. Also ich habe es mal probiert, jetzt mit dem Mikro, solange es jetzt hebt. Ich habe es ein bisschen wieder hingebogen. Keine Ahnung, wie ich es überhaupt so kaputt gekriegt habe. Aber es würde hinhauen. Ich bin nicht wirklich der Vlogger und speziell das Blöde ist, dass ich immer alles in 2 Sprachen machen muss. Und nur eine, ich kann mich irgendwie nie entscheiden. Wobei, in letzter Zeit wird es mehr Sinn auf Deutsch machen, denn
Meine deutschen Zuschauer sind mittlerweile deutlich aktiver, auch in den Kommentaren, auch von den Views. Ja. Von daher, es würde so hinhauen. Wobei ich halt, ich muss mal sehen. Vor allem, ja, reden wir mal drüber. Ich lege das jetzt nochmal hin. Reden wir mal drüber, was heute ansteht. Also, es ist jetzt 7 Uhr. Um 9:30 Uhr ist der erste Termin bei Dell. Da gibt es dann denen ihre Pressevorführung. Dauert so viel, ich weiß, eine Stunde. Dann kam, glaube ich, noch irgendwas bis um 11 oder so. Und um, glaube ich, um 13:30 Uhr, wenn ich mich nicht täusche, da habe ich dann mein Interview mit einem der CEOs von Dell, also für die, der Vice President des Consumer Designs. Mal sehen, was ich dem so alles entlocken kann. Denn das Problem ist, ich habe noch nie ein Interview gemacht. Also das ist für mich schon mal was Neues. Ich habe mir relativ viele Fragen aufgeschrieben, wobei ich dachte, damals noch hieß es, ich soll mir zwei Themen aussuchen. Ich nahm eben Businessbereich und Consumerbereich. Da er aber nur Consumerbereich ist, weiß ich nicht, wie sehr er auch für den Businessbereich ist oder wie auch das getrennt ist. Das ist eine Sache, die mich interessiert. Und dann auch noch zum Beispiel der Fakt, dass Alienware ja relativ groß ist bei Dell mittlerweile. Da habe ich auch ein paar Fragen, aber ich denke mal, generell sollte da was wissen. Wobei es mich eigentlich wirklich interessiert, das ist auch eine meiner ersten Fragen, wie stark diese drei Gruppen, also Consumer, Business und Gaming, überhaupt getrennt ist, ob die irgendwie ineinander überfließen, ob die irgendwie sich ihre Technologien untereinander austauschen oder ob die komplett getrennt sind. Also komplett getrennt kann ich mir fast nicht vorstellen, aber mal sehen. Tja, der Termin dauert dann bis knapp 20 Uhr. Nein, was sage ich hier? Ich meine bis 2 Uhr. Und dann sollte ich eigentlich mit Dell fast schon fertig sein. Also ich war auf dem ihren Presseevent, also den Empfang gestern, den konnte ich einfach nicht mehr mitbekommen, denn der war, glaube ich, von 6 Uhr bis 8:30 Uhr. Ich war erst um 10:30 Uhr hier, habe ich also verpasst. Aber ja, dann habe ich meinen Soll eigentlich bei Dell hoffentlich mal erfüllt, hoffe ich mal, und kann mir den Rest ansehen. Also die Stadt selbst, ich muss halt schon wieder sagen, ich bin ja eher so ein bisschen USA-Fan seit meinen letzten zwei Trips. Und gleich nachdem wir wieder auf die Interstate gekommen sind, also alles in den USA ist so viel größer und es hat einfach irgendwie wirklich was. Natürlich, die Hotels hier sind krank groß. Also das Harte war, ich bin ja hier im Venetian und ich glaube mal kurz vorher nachgeguckt, es hieß, glaube ich, ja, das zweitgrößte der USA oder irgend sowas in der Art. Also ganz genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Und dann fuhren wir so ums Eck und da sah man nur so einen ganz kleinen Teil von der Seite, also praktisch die flache Seite. Und dann dachte ich mir, das habe ich mir etwas größer vorgestellt. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich das gleiche auch bei den Niagara-Fällen gedacht. Aber als der dann um die Ecke fuhr, boom, das Riesending. Natürlich muss es ja große, wenn da die ganze CES mit drin ist. Aber okay, das war doch mal ein ganzes Stückchen größer, als ich dachte. Von daher, lasst mich vielleicht wissen, wobei es wird fast schon zu knapp, bis ihr das Video seht, was ihr sehen wollt. Denn wenn ich das jetzt noch hochlade, was ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen werde vor meinem Termin, könntet ihr mir sagen, was ihr sehen wollt. Aber ich werde es wahrscheinlich ja diesen Tag dann nicht mehr sehen. Und das Problem ist, ich habe nur den Tag heute und den Tag morgen. Denn am Donnerstagmorgen muss ich schon eigentlich wieder relativ früh los, spätestens um 7 Uhr aufstehen wieder, weil um 11 spätestens müsste ich mich auf den Weg machen. Nein, das wäre schon viel zu spät, da fliegt der Flieger fast. Von daher mal sehen, also ich habe nicht wirklich viel Zeit, ich werde versuchen, das Beste und das Meiste aus der Zeit zu machen. Deswegen habe ich mich auch, nachdem ich eh schon um 4 Uhr morgens aufgestanden bin, mit Kopfschmerzen gedacht, ja, steh mal auf, guck mal, was wir machen, schon ein bisschen die Gegend ansehen, damit ich ein bisschen, also ich versuche mit so wenig Schlaf wie möglich durchzukommen, damit ich so viel wie möglich euch auch zeigen kann, zumindest euch auch erzählen kann. Weil so viel zeigen werde ich wahrscheinlich, ich habe ein paar Fotos schon geschossen und so weiter, es war noch relativ dunkel. Da wäre allerdings jetzt ein Handy mit dem Nachtmodus wahrscheinlich recht praktisch gewesen, was mein 5T ja nicht hat, aber wie lang ist das Video jetzt eigentlich? 9 Minuten. Okay, ihr wisst den Stand der Dinge. CES, mal sehen. Also das Problem ist, ich habe selber noch von der CES gar nichts gesehen. Also ich muss nachher nochmal, bevor ich den Termin habe, um 9:30 Uhr mal vorher mal gucken, wo das überhaupt ist, weil ich bin gerade in diesem Guest Suites Abteil und der hat halt gar nichts mit der Messe selbst zu tun. Also ich muss nochmal fragen, wo das ist und irgendwie mein Media Kit kann ich abholen, wobei ich nicht mal weiß genau, was das sein soll. Aber ich hoffe, ich kann euch so viel wie möglich auch zeigen, wie das ist, so eine Messe zu erleben. Denn darum geht es mir eigentlich. Weil die meisten werden wahrscheinlich ihre ganzen Hands-on-Videos und weiter machen. Manche machen ihre Blogs oder Vlogs. Aber was ich halt gemerkt habe, gerade in den letzten Jahren, wo ich selber eben viele Vlogs gesehen habe, weil mich das Ganze interessiert von anderen YouTubern, die sind so groß. Für die ist das schon was so Normales,
die berichten nicht über so Standarddinge. Und das ist das, was ich euch versuche zumindest zu erzählen, wenn ich es euch schon nicht so zeigen kann. Denn erste Mal hier, und ich glaube, das ist ein komplett anderes Kaliber wie die IFA. Und deswegen versuche ich euch mal für alle, die das dann vielleicht eben durch mich ein bisschen miterleben können, um zu sehen, wie das so ist. Ja? Okay. Das war's dann. Ich hoffe mal, Tag 1 wird ein bisschen ja, besser als Tag 0, weil mir geht es jetzt vom Kopf, glaube ich, langsam schon wieder ein bisschen besser. Ich bin fitter nach der Dusche, habe was gegessen, was getrunken und so weiter. Also meine Energiereserven kommen langsam wieder vorbei. Ich glaube trotzdem, so ein bisschen auf Reserve laufen wird, einfach weil meine Erkältung immer noch nicht ganz weg ist. Aber vielen Dank noch für die Genesungswünsche übrigens. Aber es wird, glaube ich, sehr viel, wobei ich weiß nicht, ob ich da nicht wieder manchmal so blockiere, weil manchmal, wenn es zu viel ist, wie das erste Mal auf der IFA bei mir, ja, von daher, bis heute.